Hallo, moin moin und herzlich willkommen, allerherzlichst willkommen selbst, zur 15. Lesung und Studie Roms Ziele in Theorie und Praxis, ein Papier von Gustav Mix aus 1911, das ich komplett gelesen habe, aber es gab noch einen wunderbaren Anhang oder gibt noch einen wunderbaren Anhang, davon heute den zweiten Teil, weil die Schwester Miss Marple sich dazu bereit erklärt hat, das Papier von Richard Bennett, die vatikanische Kontrolle durch das Zivilrecht zu übersetzen ins Deutsche. Davon haben wir bereits letzte Woche eine Lesung gemacht und heute machen wir die abschließende zweite. Wir haben noch gut 5 Seiten, die wir durchgehen müssen. Und ich habe mir genau wie letztes Mal die Freiheit genommen, den Bruder Gerald zu dieser Sendung einzuladen, weil es ja manchmal auch schön ist, solche Sendungen mit Zweien zu machen, auch wenn ich in dieser wahrscheinlich ein bisschen mehr sprechen werde als er. Aber das ist ja nicht weiter wild, weil es kommt nicht drauf an, wer was sagt, sondern was gesagt wird. Deswegen sage ich, herzlich willkommen zur Sendung, Gerald. Schönen guten Abend auf Montag, dem 11.07. zur zweiten Aufnahme heute. Und ich hoffe, es geht dir gut und du hast auch Lust, dich daran zu betätigen heute. Also wunderbar, Jörg, ich freue mich schon. Ich habe mich schon jetzt hier schon mit Büchern bewaffnet und hacker der Dinge, die da jetzt kommen. Also ich bin wirklich gespannt wie so ein Flitzebogen, ne? Gerade bei dem Thema. Ne? Ja. Und Gustav Mix ist ja auch ein super Autor gewesen. Und gerade jetzt, wenn wir jetzt zum Ende kommen, ist es natürlich umso besser, dass wir hier nochmal richtig schön nochmal Gas geben. Ne? Der Gustav Mix hatte ja auch das Buch geschrieben aus dem Schuldbuch der Jesuiten, ne? Genau, glaube ich. Das habe ich hier auch liegen. Da habe ich schon mal, ich glaube, da habe ich schon über die Hälfte von durch. Das ist auch so ein fantastisch spannendes Buch. Und dann hast du mir noch mal so ein paar andere kleine Bücher geschickt, weil du schickst mir auch Pakete mit Büchern. Und da war ein Buch bei, das möchte ich mal kurz erwähnen, das heißt Priestervergötzung und Volksgemeinschaft. Romkirchliche Archive plaudern aus von Andreas Thiel. Das ist ein Buch, auch irgendwo aus dem Beginn, 1993, aber es ist geschrieben in Frakturschrift. 1993, aber in Frakturschrift geschrieben. Naja, es ist wahrscheinlich im Ursprung, ist es wahrscheinlich früher erschienen. Ne? Es ist ein Nachdruck. Priestervergötzung und Volksgemeinschaft. Ein sehr interessantes Buch. Büchlein eigentlich. Es ist sehr klein. Es hat, wie viele Seiten hat es überhaupt? Etwas über 80 Seiten, 81, 82 Seiten. Was ich darüber sagen wollte, ist, die ersten 30 Seiten sind oder 20 Seiten sind so ein bisschen Aufwärmung, aber dann geht es echt ins Eingemachte. Und da habe ich schon überlegt, ob ich das nicht auf meinem rein deutschen Kanal einfach mal lesen werde. Einfach nur ein Bild von mir reinkleben, lesen und besprechen. Ganz, ganz tolles Buch. Auch dafür dir, Gerald, nochmal herzlichen Dank, dass du mich immer so schön mit Büchern versorgst. Und wie gesagt, Miss Marple, ganz herzlichen Dank für die Übersetzungsarbeit dieses Papiers von Richard Bennett, den ihr hier rechts im Bild seht, ein Bruder in Christus, der einige Jahre in der römischen Kirche gearbeitet hat, auch als Priester in der Karibik auf Barbados und Trinidad und der dann aus der römisch-katholischen Kirche ausgetreten ist und die Website Berean Beacon gegründet hat, die es heute immer noch gibt. Nur er ist 2019 verstorben und wie das dann so ist, die Webseite ist nicht mehr dieselbe wie früher. Aber das muss jeder für sich selbst rausfinden. Die Adresse ist www.berean.beacon.org. Berean Beacon, also ohne Punkt dazwischen, bereanbeacon.org. Könnt ihr euch noch anschauen. Ist ganz interessant, vor allem sind da viele Videos von Richard Bennett drin und es gibt sogar eine deutschsprachige Seite davon. Also könnt ihr die Sprache Deutsch wählen, glaube ich, und dann könnt ihr auch in Deutsch einige Dinge da finden. Richard Bennett hat also dieses Video gemacht, Vatican Control Through Civil Law, die vatikanische Kontrolle durch das Zivilgesetz. Ich glaube, das muss so ungefähr in den 90er Jahren gewesen sein, als er das Video gemacht hat. Und ich habe das in nicht so toller Qualität auf meinem Kanal. Die Miss Marple hat sich hingesetzt, hat Untertitel eingeschaltet, hat die Untertitel abgeschrieben und dann die Untertitel übersetzt. Und das ist das Papier, was wir hier lesen. Heute in der zweiten Lesung dieses Papiers, in der 15., weil ich das in die Spielliste Roms Ziele in Theorie und Praxis reinmache, weil das genau auf dem aufbaut, was Gustav Mix besprochen hat. Was sind die Ziele von Rom und wie werden sie erreicht? Hauptsache eben im Hinblick auf die Konkordate, über die wir hier auch schon gesprochen haben und noch sprechen werden. Und um es kurz zu machen,
Wir haben, wie ihr seht, wir sind auf Seite 8, wir haben jetzt noch 5 Seiten vor uns und dies wird sicher die letzte Lesung dieses Papiers. Ich werde das jetzt in einem Mal durchziehen, auch wenn ich hier und da mich ein wenig verquassel, wie ihr merkt, weil wir sind schon ein paar Minuten beschäftigt und ich bin immer noch in der Einleitung. Nein, jetzt geht's los. Es ist die kirchliche Macht, die rechtliche Vereinbarung mit Nationen getroffen hat und die zivile Macht für ihre eigenen Zwecke benutzt. Die Kirche ist die zivile Macht. Die Frau, die auf dem Tier sitzt, ist die zivile Macht. Die Frau ist aber die Kirche. Ja? Die zivile Macht, der Vatikan, und die kirchliche Macht, die römisch-katholische Kirche, sind ein und dasselbe. Die sind ineinander verschmolzen. Und es gibt da ein sehr schönes Bild von, das ich mal vorbereitet habe, das man sich angucken kann. Und wenn man das sieht, dann glaubt man, dass die beiden eins sind, nicht wahr? Das ist Offenbarung, Kapitel 17, Verse 3 bis 5. In den Worten von Lord Acton ist sie das Ungeheuer, das sich hinter dem Kruzifix versteckt. Als souveräner Staat gegründet, hat der Vatikan eine solche Macht in der Gesetzgebung und in nationalen Abkommen auf der ganzen Welt, dass es absolut entsetzlich und verblüffend ist, weil er ein wirklich kleiner Staat und eine Zivilmacht ist. Aber der Einfluss, den er hat, steht in keinem Verhältnis zu seiner Größe und er ist weiterhin die Macht, die er immer war. Die geistliche Macht, die auf der zivilen Macht sitzt, die Frau reitet auf dem Tier und ihr innerer Charakter wird durch den Heiligen Geist anschaulich dargestellt in Vers 5. Auf ihrer Stirn ist ein Name geschrieben. Geheimnis. Babylon, die Große. Die Mutter aller Huren und Gräuel auf Erden. Sie wird die Große genannt wegen des Ausmaßes des päpstlichen Einflusses und wegen der Vielzahl von Königen, Prinzen und Präsidenten, mit denen sie Geschäfte gemacht hat. Und Macht. Diese Staatskirche ist in der Tat ein Rätsel. Sie ist selbst für die Menschen in ihrem eigenen Schoß ein Rätsel oder ein Mysterium. Sie wird tatsächlich als Mysterium beschrieben. Sie wird Babylon genannt, weil sie in ihrem Götzendienst und in ihrer Grausamkeit das genaue Gegenbild des alten Babylons ist. Oder das Image, das Abbild. Ja? Da kommen wir noch später mal drüber zu sprechen. Das alte Babylon war nur eine kleine Miniaturausgabe von ihr. Sie ist Babylon die Große und sie hat die Dreistigkeit, in ihrem neuen bekannten Buch Katechismus der katholischen Kirche, das 1994 veröffentlicht wurde, zu erklären, dass niemand Gott als Vater haben kann, der nicht die Kirche als Mutter hat. Jetzt habe ich den unterstrichenen, blau unterstrichenen Satz vorgelesen, den Rest ausgelassen. Das Vatikanische Kompendium über das Glaubensbekenntnis, den Katechismus, ja, das habe ich mir mal rausgesucht, weil der Link ist hier ja drin und da zeige ich euch das mal. Anstatt jetzt ein Foto einzublenden, zeige ich euch das originale Dokument. Ja. Motu proprio, zur Approbation und Veröffentlichung des Kompendiums des Katechismus der katholischen Kirche, könnt ihr finden auf vatikan.va, also vatikanische Webseite. Aus dem Mund des Monsters selber hören wir die Aussagen hier. Und, wir gehen noch kurz in das PDF zurück, da heißt es ja hier, sie ist Babylon die Große und sie hat die Dreistigkeit in ihrem neuen bekannten Buch Katechismus der katholischen Kirche und ein Auszug hier aus Glaubensbekenntnis, erster Abschnitt. Warum ist der Glaube ein persönlicher und zugleich kirchlicher Akt? Wir sehen uns hier stehen, aber vielleicht wollen wir euch ja nicht die Wahrheit erzählen. Dann gehen wir doch mal ins Internet rein, gucken in das Originalpapier, dann machen wir eine Wortsuche. Und dann sehen wir hier, Paragraph 30, warum ist der Glaube ein persönlicher und zugleich kirchlicher Akt? Seht ihr, die Frage hier habe ich in das Dokument eingegeben und hier erscheint sie. Die Antwort, genau wie ihr hier in dem Papier seht, 166, 169, lesen wir jetzt original aus der Webseite. Der Glaube ist ein persönlicher Akt, weil er die freie Antwort des Menschen auf den sich offenbarenden Gott ist. Aber zugleich ist er ein kirchlicher Akt, der sich im Bekenntnis ausdrückt, wir glauben. Es ist nämlich die Kirche, die glaubt.
Sie geht so durch die Gnade des Heiligen Geistes dem Glauben des einzelnen Christen voraus, zeugt und nährt ihn. Darum ist die Kirche Mutter und Lehrmeisterin. Niemand kann Gott zum Vater haben, der die Kirche nicht zur Mutter hat, sagt der zwischen Anführungszeichen heilige Zyprian. Genauso wie es hier in dem Dokument steht, das übrigens 1994 veröffentlicht wurde. Das ist ihre Erklärung. In Paragraph 181, sie wird durch den Heiligen Geist als die Mutter der Huren und Gräuel der Erde offenbart. Das ist die Erklärung der Bibel. Ein Beispiel für sie als Babylon die Große war der 8. Oktober des Jahres 2000. Antichrist, niemals vergessen, der Papst hat den Vortitel Antichrist. Papst Johannes Paul II. Hat die Welt und das neue Jahrtausend der heiligsten Maria geweiht. Dieser gotteslästerliche Akt, der allerheiligsten Maria die ganze Welt anzuvertrauen, was allein Gott gehört, war eine Verachtung und Verhöhnung des ersten Gebots, das verlangt und befiehlt, dass wir Gott allein anbeten. Die Übergabe der Welt an die allheilige Maria, und das hätte ich natürlich hier entweder in Anführungszeichen oder aber in grün machen müssen, aber ihr verzeiht mir, dass ich nicht alles perfekt vorbearbeiten kann, zeigt ihren Spott über Gottes heilige Welt und ihre unheilige Anbetung. Machen wir es jetzt. Ne? In grün, dauert eben, da kommt die grüne Farbe für die rosa Lüge, die hierin gemeint ist. Die Traditionen der heiligen Mutterkirche bringen das Leben frustrierter, enthaltsamer Männer und Frauen in die Anbetung Gottes ein. Und das Schlimmste von allem ist der Götzendienst, den Gott hasst. Die Verehrung von Ikonen und Statuen bis hin zur Verehrung von Gebeinen von Heiligen, die sie Reliquien nennen. Da habe ich in einer der letzten Sendungen der Inquisition noch einen ganz wichtigen Punkt von gemacht, weil da eine Frau verfolgt wurde, die sagte, keine Ketzerin zu sein. Und man fand dann so viele Jahre später ein Stück Knochen eines zum Ketzer verurteilten Menschen bei ihr als eine Reliquie. Ja, wenn ich dann eine Reliquie habe, dann bin ich im Sinne der römisch-katholischen Kirche, glaube ich, also meines Erachtens zumindest, nach kein Ketzer. Weil Reliquien haben in der Bibel nichts zu suchen, die gehören in die römisch-katholische Kirche. Da habe ich einen kleinen Kommentar drüber gegeben. Das werdet ihr sehen, wenn ihr das Video aus der Geschichte der Inquisition im Mittelalter seht, kann ich euch nur anraten. Die kommen jetzt sehr regelmäßig, schaut die, weil die sind sehr, sehr interessant. Und sie ermutigt zur Gemeinschaft mit den Toten. Nekromantie nennt die Bibel das. Der gleiche Katechismus der katholischen Kirche sagt diese Worte, Gemeinschaft mit den Toten. Und sie sagt weiter, dass im vollen Bewusstsein dieser Gemeinschaft der ganze mystische Leib Jesu Christi, die Kirche und ihre pilgernden Mitglieder seit den frühesten Tagen der christlichen Religion an mit großem Respekt das Andenken der Toten ehrt. Unser Gebet für sie ist nicht nur in der Lage, ihnen zu helfen, sondern auch ihre Fürbitte vor uns wirksam werden zu lassen. Paragraphen 958 und 2683. Gemäß Rom soll man mit den Toten kommunizieren. Das ist ein anderes Wort für das Okkulte, das ist ein anderes Wort für Nekromantie. Entschuldigung. Das verbietet Gott bereits im Buch Numeri, wenn ich mich nicht erinnere, spätestens im Deuteronomium. Die römisch-katholische Kirche ist wahrlich eine babylonische Mysterienreligion. Und sie hat die wahren Gläubigen im Lauf der Geschichte verfolgt. Ihre Gerichte verurteilten zunächst Männer, Frauen und Kinder ab 12 Jahren, damit sie gefoltert und getötet werden konnten, und übergaben sie dann der zivilen Macht, um mit ihnen zu verfahren. In den Kreuzzugskriegen gegen bibelgläubige Städte und Territorien führte die römisch-katholische Kirche Krieg gegen die Gläubigen. Die bibeltreuen Christen wurden gefoltert und schließlich von der zivilen Macht getötet, sodass der Vatikan seine schmutzigsten Taten durch die zivilen Machthaber ausführte. Wir haben Wiley's History of Christendom, das ist eigentlich
Wiley's History of Protestantism. Das ist dieses Buch hier. Viele sagen, das sind 4 Bände. Ich habe persönlich 3 Bände aus der Mitte des 19. Jahrhunderts original hier im Schrank stehen und habe auch nur 3 Originalbände gefunden, aber in Neuauflagen sind es wohl 4. Deswegen steht hier, wir haben Wiley's History of Christendom, also Geschichte der Christenheit, das eingebunden ist in die Geschichte des Protestantismus. Also das ist genau wie Wiley's Geschichte über die Waldenser. Das ist eingebunden in dieses Werk, die Geschichte des Protestantismus. In 4 Bänden bei uns. Und einige davon sind so grauenvoll zu lesen, was in der Geschichte der Christenheit geschehen ist. Und so wenige Gläubige wissen heutzutage überhaupt, was unsere Geschichte als Gläubige war. Auf unserer Webseite, also Berean Beacon, haben wir einen kleinen Abschnitt mit der Bezeichnung Geschichte, in dem ich einige Zitate aus James Edgar Wileys Geschichte der Christenheit anführe. In den Worten von Vers 6 der Offenbarung 17 ist sie diejenige, die betrunken ist vom Blut der Heiligen und der Märtyrer. Der Kreuzzug gegen die Albigenser, die Vaudois oder Waldenser, ist voll von Massakern, Barbarei und entsetzlichen Folterungen. Die Hetzjagd der wahren Bibelgläubigen ist in den Seiten der Geschichte dieser Staatskirche dokumentiert. Sie ist diejenige, die in der Mitte des 13. Jahrhunderts unter dem berüchtigten Papst Antichrist Innozenz IV. Die eigentlichen Einzelheiten der Folterung ausarbeitete. Die Päpste schrieben die Einzelheiten der Folter in dem bekannten Dekret von Antichrist Papst Innozenz IV. Extirpanda, ausrotten. Im Jahre 1252 nieder. Es hörte kurz damit auf, Gliedmaßen abzureißen und den Tod zu verursachen, aber das vatikanische Gesetz war so streng, dass keiner der Inquisitoren in den verschiedenen Nationen Europas, die Gläubige folterten, diese zu Tode brachten, die Regeln ohne ausdrückliche Erlaubnis des Vatikans selbst ändern durfte. Sie ordneten an, wie Männer und Frauen gefoltert werden sollten, und Kinder ab dem Alter von 12 Jahren konnten gefoltert werden, um gegen ihre Eltern auszusagen. Von den Anfängen des Papsttums um das Jahr 600 bis zur heutigen Zeit lese ich aus John Dowlings History of Romanism, also Geschichte des Romanismus. Auch das Bild habe ich hier vorbereitet. Das ist die Titelseite des Buchs. Das vor über 100 Jahren geschrieben wurde, also gegen Mitte bis Ende des 19. Jahrhunderts. Er sagt, dass von sorgfältigen und glaubwürdigen Historikern geschätzt wird, dass mehr als 50 Millionen Angehörige der Menschheitsfamilie wegen des Verbrechens der Ketzerei von den päpstlichen Verfolgern abgeschlachtet wurden. Das sind durchschnittlich mehr als 40.000 religiöse Morde pro Jahr seit dem Bestehen des Papsttums. Ich habe auch Zitate aus demselben Buch von John Dowling, und zwar aus Buch 8 seiner Geschichte des Romanismus. Das ist eine recht interessante Geschichte der päpstlichen Verfolgung. Nicht nur bibelgläubige Historiker, auch römisch-katholische Historiker dokumentieren die Foltermaschine des Vatikans. Der bekannte römisch-katholische Autor Peter de Rosa schrieb über die Grausamkeiten der römisch-katholischen Foltermaschine. Zitat: Die Bilanz der Inquisition wäre für jede Organisation peinlich, aber für die katholische Kirche ist sie verheerend. Heute ist sie stolz darauf, die Verteidigerin des Naturrechts und der Menschenrechte zu sein. Vor allem das Papsttum sieht sich gerne als Vorkämpfer der Moral. Ich muss mal kurz unterbrechen. Das Papsttum sieht sich gerne als Vorkämpfer der Moral. Ich bin ja in vergangenen Lesungen bereits deutlich darauf eingegangen, das ist das Buch hier Vicars of Christ, die dunkle Seite des Papsttums von Peter de Rosa, über das wir hier sprechen. Die Moralgeschichte oder die Moral der römisch-katholischen Kirche ist ja niedergeschrieben in den Moraldoktoren, in den kirchlichen Doktoren, also den ekklesiastischen Doktoren der Kirche. Unter anderem Menschen wie Suarez, Busenbaum, Liguori und noch viele andere
Liguori, der, wie ich ja schon öfter erwähnt hatte, 7.500 Seiten über die Moralgeschichte geschrieben hat, ja, anlehnt an das Zitat von Papst Innozenz dem Dritten, wenn ich mich richtig erinnere, muss er das gewesen sein, der damals sagte, dass Unzucht mit Jungen nicht mehr Sünde sei, als die Hände aneinander zu reiben. Das sind Aussagen von Päpsten, ja, von sogenannten Göttern auf Erden. Okay? Also wenn wir hier über die Moral sprechen und wenn der Peter de Rosa schreibt, vor allem das Papsttum sieht sich gerne als Vorkämpfer der Moral, dann muss man erstmal die Moral der römisch-katholischen Kirche kennen und dann muss man diesen Satz lesen und verstehen. Und wenn man sich dann in dieser Welt umschaut, dann ist ganz deutlich, dass die Moral, die wir als bibelgläubige Christen hochhalten, absolut nichts zu tun hat mit der Moral der römisch-katholischen Kirche. Und nichts mit der Moral, von der sich das Papsttum als Vorkämpfer sieht. Die Geschichte zeigt, so fährt das Zitat weiter, dass das Papsttum mehr als 6 Jahrhunderte lang ohne Unterbrechung der Todfeind der elementaren Gerechtigkeit war. Von 80 Päpsten in einer Reihe ab dem 13. Jahrhundert missbilligte nicht einer von ihnen die Theologie des Inquisitionsapparats. Im Gegenteil, einer nach dem anderen fügte dieser tödlichen Maschinerie seinen eigenen grausamen Stempel auf. Drückte, würden wir heute sagen. Ne? Einer nach dem anderen drückte dieser tödlichen Maschinerie seinen eigenen grausamen Stempel auf. Ende des Zitats des römisch-katholischen Autors Peter de Rosa. Vicars of Christ, Dark Side of the Papacy, dunkle Seite des Papsttums, wie ihr hier im Bild eingeblendet seht. Das Buch wurde veröffentlicht in New York 1988. Eine betrunkene Frau ist ein schrecklicher Anblick. Aber eine Frau, die vom Blut durchtränkt und betrunken vom Blut der Heiligen ist, ist eines der schrecklichsten Dinge, die wir uns vorstellen können. Schauen wir nochmal das Bild an, was ich dafür vorbereitet habe. Und das ist es, was uns der Heilige Geist aus den Seiten der Heiligen Schrift gegeben hat, die im Detail zeigen, wie sie das Blut der Heiligen getrunken hat. Wie kann ein wahrer Bibelgläubiger nicht die Ähnlichkeit sehen, die Gott in seinem Wort offenbart hat? Welche klarere Beschreibung kann es für das Zusammenwirken von ziviler und geistlicher Macht geben, als die Frau, römisch-katholische Kirche, die auf dem Tier Vatikan reitet, wie es vom Heiligen Geist dargestellt wird? Welch klarere Beschreibung kann es für deine Augen geben, als ihre Farben, das Scharlachrot ihrer Kardinäle, der Purpur ihrer Prälaten, die Erzbischöfe und den Bischöfen? Ihr Name prangt auf ihrer Stirn und ihre anhaltenden Verfolgungen zeigen, dass sie in der Tat diejenige ist, die vom Blut der Heiligen betrunken ist. Aber es ist nicht nur so, dass sie dies in der Vergangenheit getan hat. Sie ist auch wieder diejenige, die gerade in diesem Moment zivilrechtliche Vereinbarungen trifft, damit sie in der Lage ist, den Gläubigen echte Schwierigkeiten zu bereiten. Als ich im Jahr 2000 in der Slowakei war, sprach ein Bibelgläubiger mit großer Angst zu mir. Er sagte, dass der Vatikan gerade ein Konkordat mit unserem Staat abgeschlossen hat. Und jetzt befürchten wir, dass die Polizei vor unserer Tür stehen wird und unsere kleinen Kirchen niederwalzt. Und so sehen wir bereits in Frankreich und in einigen spanischen Ländern, dass einige Kirchen und Rundfunkanstalten und andere Dinge im Zivilrecht geschlossen werden. Das liegt an solchen zivilrechtlichen Vereinbarungen, die der Vatikan hat. So, und jetzt möchte ich euch mal bitten, eure eigenen Nachforschungen anzustellen. Wenn ihr auf eine Internetsuchmaschine geht, wie zum Beispiel Google, und ihr tippt ein, ich mache das meistens in Englisch, dann sind die Dinge leichter zu finden. Closing Churches in France. Dann findet ihr Artikel, unter anderem hier, hunderte Kirchen wurden bedroht von der Schließung durch Papst Franziskus.
Dechristianisation, also Dechristianisierung von Frankreich und so weiter und so weiter. Ich sage, macht eure eigene Untersuchung. Ihr müsst nur solche leichten Dinge eintippen. Closing churches in France zum Beispiel. Letzte 5 Jahre oder was auch immer. Ja? Es ist so leicht, die Dinge zu untersuchen. Und dann werdet ihr feststellen, dass was Richard Bennett hier sagt, und das ist ja nun schon wirklich einige Jahre her, dass die letzten Jahre wirklich damit begonnen sind, in Frankreich, in Spanien, in anderen europäischen Ländern Kirchen zu schließen. Nun, ich als bibelgläubiger Christ habe natürlich nichts dagegen, wenn sie römisch-katholische Kirchen schließen, weil das sind Jupiter-Tempel. Alle. Ja? Nicht nur die großen Kathedralen. Für mich sind das alles satanische Tempel. Und die können sie von mir aus gerne schließen. Aber es geht ja darum, dass die römisch-katholische Kirche nach außen hin als Christentum erscheint. Und wenn sie 10 katholische Kirchen schließt und daneben 100 protestantische Kirchen schließt, dann wird von den 10 katholischen Kirchen berichtet, von den 100 protestantischen wird nicht berichtet. Es wird unter die Decke gefegt, unter den Teppich gefegt. Ja? Und wenn diese Kirchen da geschlossen werden, dann spricht das auch eben dafür, dass eine... Naja, also wenn ich sage, dass die römisch-katholische Kirche kein Christentum ist, habe ich ja recht. Aber viele Menschen sind ja mit dem Glauben in der römisch-katholischen Kirche, dass sie das Christentum repräsentiert. Und sind als, zwischen Anführungszeichen, Christen in der römisch-katholischen Kirche. Sie sind betrogene Christen, aber sind Menschen, die suchen Gott eigentlich. Und denen nimmt man die Gelegenheit, Gott in ihrer Kirche zu finden. Wozu führt denn das im Endeffekt? Zu einer Verrohung und zu einer Dechristianisierung oder Entchristianisierung. Ja? Auch wenn wir gar nicht über wahre Christen sprechen, aber wir sprechen über Menschen, die doch Gott suchen von sich aus. Ich gehe doch als gläubiger Katholik nicht Jahr ein, Jahr aus, jeden Sonntag in die Kirche, nehme an dem Opfer der Eucharistie teil, in dem Glauben, dass ich damit Jesus einen guten Dienst erweise und denke, dass ich dem Teufel diene. Ich tue es, wenn ich es nachforsche, aber die Menschen denken das ja nicht. Die Menschen tun das ja nicht aus Böswilligkeit. Deswegen fühlen wir uns als christliche Gruppe, als wirkliche bibelgläubige christliche Gruppe aufgerufen, diesen Leuten zu helfen, zu erkennen, in welcher betrogenen Kirche sie überhaupt sind und aus dieser Kirche herauszukommen. Genau mit den Worten, die Gott gebraucht in Offenbarung Kapitel 18, Verse 3 und 4, wo er sagt, kommt heraus aus ihr, mein Volk, dass ihr nicht teilhabt an ihren Sünden und dass ihr nicht empfangt von ihren Plagen. Denn ihre Sünden haben den Himmel erreicht und Gott hat ihre Sünden behalten. Er hat sie nicht vergessen. Und er wird sich an ihnen rächen. Und wir wollen nicht, dass Gott sich an den Menschen rächt. Wir wollen den Menschen helfen, Gott zu finden und aus solchen Kirchen herauszukommen. Aber ich finde es schon bezeichnend, dass Richard Bennett hier bereits, wie gesagt, das muss Ende der 90er, Anfang der 2000er Jahre gewesen sein, wo er diese Sendung gemacht hat, wo er darüber spricht, wie hier zum Beispiel durch eben das Zivilrecht, also das an das römisch-katholisch-kanonische Recht hier angeglichen ist, der Vatikan oder überhaupt hier in den Staaten die Kirchen geschlossen werden. Finde ich schon mal ganz interessant. Und mir wurde von den Gläubigen selbst gesagt, wie ängstlich sie waren, weil sie sich sehr bewusst darüber waren, dass es die anderen Nationen waren, die zivilrechtliche Abkommen hatten, in denen es den Bibelgläubigen so schwer gemacht wurde, ihre Religion auszuüben und so schwer Eigentum zu besitzen, Schulen zu eröffnen oder Druckereien und Radiosender einzurichten, weil der Vatikan sie durch das Zivilrecht kontrollierte. Seht ihr, je mehr diese Konkordate, diese bilateralen Verträge, das sind Verträge zwischen zwei Staaten, zwischen dem Staat, der es abschließt und dem Vatikan, der es mit dem Staat abschließt. Und wir haben in Roms Ziele mehr als deutlich gelesen, dass eben die römisch-katholische Kirche nach außen hin zwar sich auf eine Ebene mit den Staaten stellt, ja, dass sie sich gleich mit den Staaten stellt, aber dass im Endeffekt nur der Vatikan die Macht hat, irgendetwas im Gesetz zu ändern. Der Staat hat nicht mal die Möglichkeit, dieses Konkordat von sich aus alleine aufzusagen. Diese Möglichkeit ist ihm genommen in dem Vertrag. Und das unterschreibt er sogar noch. Die sind also geknebelt. Das müsst ihr euch vorstellen, dass es auch Staaten gibt, die nicht mehr so liberal sind wie Deutschland, wo viele Dinge strenger angepackt werden. Und da werden dann tatsächlich
nicht nur Kirchen geschlossen, da werden auch bestimmte Schulen geschlossen, da werden auch andere Freiheitsrechte beschnitten, wie zum Beispiel Publikationshäuser, also Druckereien oder Verlage oder solche Dinge, die eben sich nicht 100% anschließen an die römisch-katholische Kirche, die eben nicht Ja und Amen sagen zu Miranda Prosus und dem Mirifica, die werden geschlossen, die werden unterdrückt. Da sollten doch mal die Journalisten drüber berichten, die immer so aufjaulen, wenn sie sprechen von, oh, wir Journalisten, wir dürfen dies nicht, wir dürfen das nicht, dann sollten sie doch mal darüber berichten. Aber das hört ja natürlich niemand sagen, weil gegen die römisch-katholische Kirche geht keiner gegen an. In solchen Ländern wird es den Leuten schwierig gemacht, ihre Religion auszuüben. Es wird ihnen schwer gemacht, Eigentum zu besitzen. Das ist genau das, was der Papst Benedikt XVI. In seinem Enzyklikal Caritas und Veritate beschrieben hat. Dass wir kein Eigentum mehr haben dürfen. Und hört ihr nicht inzwischen schon überall die große Werbung von dieser Great Reset nach dem Motto, oh, im Jahre 2030 werde ich nichts besitzen und ich werde der glücklichste Mensch der Welt sein, weil ich mir keine Sorgen machen muss, dass mir einer was stiehlt. Ja, das Gebot, du sollst nicht stehlen, wird natürlich hier ad absurdum geführt, wenn ich den Menschen kein Eigentum mehr zugestehe. Ist das, was Gott will? Es handelt sich also nicht einfach um Geschichte. Es ist unsere eigene Zeit, es ist diese Zeit heute, 2022, genauso wie vor 20, 50 Jahren und genauso wie in 20, 50 Jahren. Und wird in unserer eigenen Zeit immer deutlicher. Derselbe Vatikan, der in der Vergangenheit zivilrechtliche Vereinbarungen getroffen hat, trifft jetzt mehr Vereinbarungen als je zuvor. Gerald, hast du vielleicht mal eine Bemerkung zu dem, was ich hier vorgelesen oder gesagt habe? Ich habe das Gefühl, dass die Uhr sich halt gefühlt immer schneller dreht, ne? Also diese in diese eine Richtung, ne? Das Pendel sich immer schneller bewegt. Das ist das, woran ich denken musste. Und ja, mit den Konkordaten oder jetzt eben mittlerweile ja auch NGOs, ne? Das ist ja auch noch so ein bisschen ein Thema. Nichtregierungsorganisationen, man im Prinzip überhaupt keine Kontrolle. Genau, ne? Diese Dinge alles. Und ich hatte mich gerade vormals jetzt mit der Militärseelsorge mal beschäftigt und da gab es auch ein Geheimabkommen zu dem Konkordat von 33, nur mal als Beispiel, weil sozusagen mit als erstes mit der Kurie verhandelt wurde, also bevor offizielle Verhandlungen da getätigt worden sind. Also es ist ein unglaubliches Spiel und der Masse der Bevölkerung überhaupt nicht bekannt. Ne? Und ja, das ist also, wie gesagt, mir bleibt ein bisschen die Luft gerade weg, wenn ich das lese. Ne? Vor allem, weil das eben so dramatisch ist und auch so, wie er es jetzt hier auch vorgetragen hat. Ne? Genau so ist das, wie du es auch sagst, diese Aktualität, das ist wirklich jetzt, das passiert nie irgendwann, das ist jetzt. Ne? Vor unseren Augen, ja. Vor unseren Augen. Ne? Und das ist einfach, das sind Sachen, die kann man eigentlich greifen, die könnte man verstehen, wenn man eben den richtigen Schlüssel hat. Dass es natürlich nicht der Schlüssel ist in der Flagge des Vatikan, ist klar, ne? Na, den richtigen Schlüssel probieren wir den Menschen ja hier zu geben, ne? So ist es, ne? Genau. In Stunde der Wahrheit. Ja. Eines dieser Konkordate, fährt Richard Bennett fort, die zu den bekanntesten zählt, war das Konkordat zwischen Papst Pius XI. Und Mussolini. Und jetzt kommt etwas ganz, ganz Wichtiges. Und verzeiht mir, dass ich die vollständige Erklärung euch dafür im Augenblick schuldig bleibe, sage ich jetzt schon. Aber es hat seinen Grund, dass ich den Text, der jetzt kommt, in grün eingefärbt habe. Dieses Konkordat gab dem Vatikan seine zivile Macht zurück. Sie war, wie die Gläubigen sahen, nicht nur die Frau aus Kapitel 17, sondern auch diejenige, die in Offenbarung 13 verwundet wurde. Und die Wunde heilte. Sie war verwundet worden, als Napoleons Truppen den Papst von seinem Thron stürzten. Und dann wurde ihr 1929 unter Mussolini ein Zivilstaat mit 108 Hektar zurückgegeben, indem sie wieder an die Vereinbarungen von damals anknüpfte und mit vielen weiteren Vereinbarungen fortfuhr. Ich habe diesen Satz grün eingefärbt. Und hier folgt eine kurze Erklärung. Ich lese das hier zwar vor,
aber färbe es grün, weil es eine Falschlehre ist. Es ist eine Falschlehre, um die Menschen mit der jesuitischen Zukunftslehre vom wahren Antichristen, dem Papsttum, abzulenken. Die wahre Geschichte sieht hier anders aus, sprengt jedoch den Rahmen dieser Lesung und wird in Zukunft an anderer Stelle deutlich anhand der Schrift in Videos und Lesungen von mir erklärt. Dass es nicht wahr sein kann, wie hier von Richard besprochen, sollte jedem deutlich sein, der die Lesung Roms Ziele in Theorie und Praxis bis hierher verfolgt hat. Denn fragt euch doch mal, wie hätte sie sonst all die Konkordate des 19. und 20. Jahrhunderts schließen können? Vor allen Dingen die Konkordate, die in der Zeit zwischen der sogenannten Verhaftung von Napoleons Truppen 1798 und dem sogenannten Heilen der Wunde 1929 geschlossen wurden. Die hätte sie doch alle gar nicht schließen können. Also irgendjemand erzählt hier nicht die Wahrheit. Und ich kann euch sagen, wer hier nicht die Wahrheit erzählt. Das ist Richard Bennett, der betrogen war mit dieser Falschlehre, die von den Sieben-Tags-Adventisten in die Welt gesetzt wurde. Die Lehre vertreten, dass das zweite Tier aus der Offenbarung die Vereinigten Staaten von Amerika sind. Das Tier aus der Erde. Und das ist eine Sache, da müsst ihr mich gar nicht darauf ansprechen, dass ich das früher auch gelehrt habe. Das habe ich früher auch gelehrt. Es war. Ich habe die Lüge gelehrt. Das ist wahr. Weil ich nicht besser wusste. Nicht, weil ich euch belügen wollte, sondern weil ich selbst belogen wurde. Und weil ich selbst, mal ganz ehrlich gesagt, weniger Vertrauen hatte in das, was ich selbst in der Bibel gelesen habe und daraus verstanden habe, als das, was die ganze Welt dann gegen mich gesagt hat. Es gibt einige Dinge, die habe ich in der letzten Zeit erkannt, die ich von Anfang an, als ich die Bibel gelesen habe, richtig verstanden habe, die in der Welt aber ganz anders gelehrt werden, weil es der Welt gut auskommt, diese Dinge anders zu lehren. Und da geht es um viele verschiedene Themen. Da geht es um ganz, ganz schwere religiöse Basisthemen. Und da geht es um die Themen unter anderem in Offenbarung 13. Das ist dann schon eigentlich ein leichteres Thema, weil das ist so leicht, wenn man das richtig liest, ist es gut. Nur, und das muss ich mal eben feststellen, nur, ich habe wieder einmal festgestellt, dass in der König-James-Bibel, also der englischen König-Jakobus-Bibel, in Offenbarung 13 ein Wort drin steht, das ganz klar bezeichnet, was welches Biest ist und um welche Zeit es geht, also das Tier aus der See und das Tier aus der Erde, und um was es da genau geht und wie das mit dem Heilen der Wunde zu verstehen ist, dieses Wort steht in der deutschen Bibel nicht drin. Und das hört ihr mich nicht zum ersten Mal sagen, dass in der deutschen, und ich spreche hier von der Schlachterbibel, dass in der Schlachterbibel das Wort nicht drinsteht. Und wenn man die Bibel Wort für Wort liest und Wort für Wort verstehen und begreifen will, dann braucht man jedes Wort, das da drin steht. Und wenn Worte ausgelassen werden, kann ich nicht das volle Verständnis erlangen. Und mir ist es inzwischen vollkommen Schnuppe, was die Welt denkt, was die Welt lehrt. Für mich ist wichtig, was Gott und die Bibel lehrt und was schlussendlich Sinn macht. Nur ganz kurz angesprochen, wie gesagt, ich gehe in diese Dinge später in anderen Videos vollständig viel tiefer ein. Aber nur mal eine Sache kurz angesprochen, das hat immer an mir genagt, immer. Seit ich diese Lehre gehört habe von Amerika, ist das zweite Tier aus der Offenbarung 13. Und die Wunde wurde 1929 geheilt. Wenn wir den Text der Bibel lesen, dann steht da drin, dass die 1260 Jahre eine ununterbrochene Herrschaft des Papsttums sind. Wenn die, so wie hier von den meisten Kirchen vorangestellt ist, zwischen 538 und 1798 stattgefunden hat, dann kann danach keine Wunde heilen und die Zeit fortgesetzt werden, weil die 1260 Tage oder Jahre sind vorbei. In welcher Zeit leben wir denn dann jetzt? Da sind einige Kirchen wie die Sieben-Tags-Adventisten mit einer ganz tollen Idee gekommen
und verworten das ganz, ganz toll und verkaufen euch eine investigative Untersuchung, die im Himmel stattfindet, und das ist alles jetzt eine Vakuumzeit, in der wir leben und so weiter und so weiter und so weiter. Völliger Quatsch. Völliger Quatsch. Da spricht die Bibel überhaupt nicht von. Ich werde euch zeigen, wo die Bibel von spricht. Und ich werde es euch zeigen anhand des englischen und deutschen Textes und beide nebeneinander gelegt und analysiert Wort für Wort. Und Richard Bennett ist hier derselben Lüge aufgesessen und ich verurteile ihn deswegen nicht. Es tut mir leid, dass er dieser Lüge aufgesessen ist. Aber wie 99,9% aller anderen Christen, die sich mit dieser Sache beschäftigen. Der Futurismus. Ich habe 3 Videos darüber bis jetzt gemacht, die heißen der größte Betrug seit dem Garten von Eden. Der Futurismus ist der größte Betrug seit dem Garten von Eden, aber er geht noch so viel tiefer, als das an der Oberfläche erst erscheint. Und ich muss euch ehrlich sagen, ich bin noch nicht mal 10 Jahre Christ. Auch ich kratze erst noch an der Oberfläche davon. Aber die Erkenntnis, die sich mir offenbart, wenn ich mich in ein abgeschlossenes Kämmerlein sitze und die Bibel lese, Wort für Wort den Vers studiere und ihn einmal lese, 10-mal lese, 100-mal lese, welches Verständnis ich daraus gewinne, ist viel besser und viel sicherer als das, was ich von irgendwelchen Bibellehrern mitnehmen kann. Weil da immer Lüge drin ist. Und ich war sehr erstaunt, um diese Lüge hier auch von Richard Bennett zu hören. Natürlich, ich habe sie gehört in seinem Video bereits und sie dann nochmal in diesem Text nachzulesen. Und das hat mich dazu veranlasst, hier den Text zu schreiben und zu sagen, Leute, es ist eine Falschlehre und ihr müsst jetzt gar nicht groß drüber nachsinnen und wie kann das und bla bla. Lasst es. Macht eure eigene Unterforschung, kommt ihr zu derselben Konklusion, zu derselben Feststellung, gut. Kommt ihr nicht zu derselben Feststellung, auch gut. Wartet drauf, bis der Heilige Geist es euch offenbart, wie er es mir getan hat, oder aber durch das Studieren der Bibel, nicht durch das Studieren von irgendwem, was Menschen sagen, oder aber wartet auf meine Videos, ich kann es auch nicht helfen. Das wird eine Weile dauern, weil das hat im Augenblick nicht meine Priorität. Ich arbeite eine bestimmte Reihenfolge meiner Dinge ab, die ich mache, und das kommt dann dran, wenn es dran kommt. Die Bibel sagt dazu im Buch der Prediger, wenn ich mich nicht irre, alles hat seine Stunde, alles zu seiner Zeit. Auch das alles zu seiner Zeit. Gut Ding will gut vorbereitet sein. Weil wenn ich damit rauskomme, wenn ich da Videos von mache, dann lasse ich nicht den Hauch eines Zweifels zu an der Sache. Dann ist das bombenfest. Und ich sage euch hier, es ist eine Falschlehre. Entweder, dass die Wunde eingetreten ist durch Napoleons Truppen 1798 oder auch, dass die Wunde eingetreten ist, wie ich es später gelehrt habe, 1866 durch das Abziehen der französischen schützenden Truppen aus dem Vatikan und dann die Übernahme von Garibaldi und das Wegnehmen der weltlichen Macht auf den Papst. Ja? Worauf der Papst dann 1870 reagierte mit dem Vatikanischen Konzil und sich mal eben unfehlbar erklärte. Na? Also, ich will da jetzt auch nicht zu weit eingehen. Ihr könnt das Video jetzt auch stoppen und sagen, von jetzt flippt der Jörg völlig aus, das will ich alles nicht mehr hören, will ich alles nicht mehr sehen, macht mir nichts aus. Die Wahrheit muss raus und wenn ihr sie nicht hören wollt, dann seid ihr hier an der verkehrten Stelle. Ich werde euch in der Zukunft beweisen, dass das, was Richard Bennett hier im Brustton seiner Überzeugung sagt, falsch ist. Dass die römische Kirche hier nicht verwundet worden wurde, als Napoleons Truppen den Papst von seinem Thron stürzen. Und die Wunde ist auch nicht geheilt, als ihr 1929 die 108 Hektare zurückgegeben wurden. Ich bestreite nicht, dass das passiert ist. Ich bestreite nur, dass das die biblische Erfüllung von Offenbarung 13 ist. Und das werde ich euch beweisen. So, Gerald, bist du bei mir geblieben oder hast du dich auch schon verabschiedet? Nee, ich bin noch voll dabei. Ich habe mir gerade bei Futurismus nochmal geguckt und mit dieser Schofield-Bibel, wo das ja sozusagen dann in die Breite getragen wurde, ne? Das habe ich gerade gelesen. Und das ist ja auch im Prinzip von den Jesuiten im Rahmen der Gegenreformation jetzt so eine Notmaßnahme war, ne? Den Fokus von dem antichristlichen Papsttum wegzunehmen. Ne? Ja. Und daher die Wurzeln sind. Ne? Ja. Also von daher ist das alles eine riesengroße Lüge. Und ich meine, du hast es ja schon angesprochen, die ganze
Medienbranche, Intermedifikern und so weiter, ne? Diese ganzen Dinge, die ja alle darauf abgezielt sind, den Leuten das wirklich so in den Kopf reinzubringen. Ne? Und da ist man ja wieder mit aktuellen Filmen, da kann man wirklich nehmen, was man will. Überall wird da dieser Antichrist, also dieser Mr. Bad Guy, ne? Dargestellt, ja. Der dann irgendwann mal kommt. Es ist ja, es ist ja auch nicht schwierig. Also es gibt ja diese eine, also ich weiß von einer amerikanischen Zeitung, ich weiß nicht mehr, ob das die Chicago Tribune war oder sowas in der Richtung, die am 1929 im Februar, an dem Tag, als das passiert ist, 11. Februar oder was das war, 1929, die Überschrift gemacht hatte, die Wunde ist geheilt. Es ist ja auch gar nicht schwer, wenn man weiß, dass mit Inter Mirifica und Miranda Prorsos die römisch-katholische Kirche es ihr Geburtsrecht findet, all diese Medien zu besitzen, dass die Medien des Vatikan eben auch diese Lüge in Zeitungen verbreiten. Es ist ja nicht, weil es in der Zeitung schwarz auf weiß steht, dass es deswegen wahr ist, oder? Aber die Menschen glauben, dass es wahr ist. Und man weiß, was in der Zeitung steht, ne? Wenn man die Zeitung liest. Ich glaube, es war Thomas Jefferson, der mal gesagt hatte, ein Mensch, der nichts liest, ist schlauer als ein Mensch, der täglich seine Zeitung liest. Aber gut, ich will das Thema jetzt auch nicht zu sehr ausbreiten. Wir möchten gerne mit dem Papier weitergehen, aber ich mache den Punkt ganz, ganz deutlich. Richard Bennett ist hier einer Lüge aufgesessen, lange in seinem Leben, wie viele andere auch. Und diese Lüge wird an jeder Straßenecke, in jeder Kirche, in jeder Denomination, überall wird dieser Mist gelehrt. Und er ist nicht biblisch. Und das werde ich euch beweisen. Aber wie gesagt, wie ich sagte, wie habe ich das hier gesagt? Alles zu seiner Zeit? Dauert, ja, nee, es dauert ja zu lange. Es würde zu lange dauern, das hier jetzt zu erklären. Ja? Sprengt jedoch den Rahmen dieser Lesung und wird in Zukunft an anderer Stelle deutlich anhand der Schrift erklärt. Das war der Satz, den ich suchte. Ja. Gut. Weiter im Text. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch von einem katholischen Autor über das Treiben einiger Päpste in der Gegenwart lesen würden. Insbesondere The Secret History of Pius XII, also die geheime Geschichte von Pius XII. Von John Cornwell. Der hat ja dieses Buch gemacht, das auch unter dem Namen Hitlers Papst erschien. Und es gibt auch dieses Buch The Ecclesiastical Megalomania, kirchlicher Größenwahn von John W. Robbins. Das würde er sich freuen, wenn Sie es auch lesen würden. Das ist auch ein sehr gutes Buch, hat Tom Fress in 2010, glaube ich, gelesen. Dass das wirtschaftliche und politische Denken der römischen Kirche anhand unserer eigenen Quellen dokumentiert. Es ist ziemlich klar, dass sie die Frau ist, die das Biest reitet. Nicht erst seit der Inquisition beansprucht sie in unserem heutigen Recht die Macht über die zivilen Herrscher. Ich möchte aus der amerikanischen Ausgabe des heutigen Gesetzes der katholischen Kirche zitieren. Nun, er ist nicht deutlich, welches Buch er hier meint in seiner Bemerkung. Ja? Aber es gibt zwei Bücher, die ich nachgeforscht habe. Das eine heißt American Law, Catholic Perspective. Das mache ich mal eben im Browser auf. Das könnt ihr hier kaufen. Das ist dieses Buch bei Amazon für $52. Wenn es das denn gibt, kann man das hier kaufen. Gibt es auch für 90 im Hardcover oder als Kindle-Buch für $34. Und das andere Buch wäre dieses hier. Code of Canon Law Annotated, Third Edition. Also der Code des kanonischen Gesetzes annotiert, also eingekürzt, die dritte Ausgabe. Auch dieses Buch ist im Augenblick auch nicht verfügbar. Müsst ihr mal sehen. Er war nicht deutlich, welches Buch er jetzt meinte. Er hat die Titel dann nicht genau benannt. Deswegen kann ich diese beiden Bücher vorstellen. Aus denen spricht er jetzt hier und sagt, Zitat, nur der Papst selbst hat das Recht, in den Kanon 1401 genannten Fällen über diejenigen zu urteilen, die in einem Staat das höchste Staatsamt bekleiden. Denkt hier jemand an John F. Kennedy? Nur der Papst selbst hat das Recht, in den in Kanon 14.1 genannten Fällen über diejenigen zu urteilen, die in einem Staat das höchste Staatsamt bekleiden? Also nur der Papst hat das Recht, über Präsidenten zu urteilen?
denkt man doch an JFK, oder? Das ist die heutige römische Lehrmeinung. Und während sie selbst die zivile Macht beurteilen kann, sagt sie in Kanon 1404 mit Nachdruck, das erste K wird von niemandem beurteilt, also die Kirche. Die Kirche wird von niemandem beurteilt. Sie darf auch von niemandem beurteilt werden oder verurteilt natürlich auch nicht. Es ist wirklich traurig, dass so wenige überhaupt nachschauen, wie sie ist. Kontrolliert die religiöse Macht die zivile Macht? Na, ich glaube, die Frage können alle, die Roms Ziele in Theorie und Praxis, die Romanismus und die Reformation, die Herrscher des Bösen, die hinter den Diktatoren, die mit Gott und den Faschisten, die verborgene Geschichte der Jesuiten, die all die Lesungen, die ich gemacht habe, verfolgt haben, können die ganz deutlich beantworten. Kontrolliert die religiöse Macht die zivile Macht? Ja, auch wenn das für viele nicht ersichtlich ist. Wenn Sie eine Suche so durchführen möchten, wie ich dieses Papier zusammengestellt habe, gehen Sie einfach auf die Suchmaschine Google oder jede andere Suchmaschine und geben Sie Wörter wie Konkordat ein und finden Sie anderen Konkordate von Rom heraus. Geben Sie römisch-katholische Kirche und Vereinten Nationen ein. Geben Sie römisch-katholische Kirche und Europäische Union ein und überzeugen Sie sich selbst, dass sie Ihre politischen Intrigen nicht verbirgt, dass man sie ganz leicht finden kann. Erstens müsst ihr das nicht über Google machen, ihr könnt jede andere Suchmaschine auch gebrauchen. Und zweitens rate ich euch an, anglikanisiert diese Suchtermen. Ja? Mit anderen Worten, gebraucht englische Suchtermen, dann werdet ihr viel fündiger als im Deutschen. Es tut mir leid, aber es ist ein Fakt. Sie können sogar viele Ihrer rechtlichen Vereinbarungen auf der Webseite des Vatikans selbst einsehen. Genauso, wie ich euch ja hier gezeigt habe, wenn wir die Seite aufmachen vom Katechismus. Ne? Aus dem Mund der Kirche selber hören wir hier, was sie über den Katechismus sagt, und auch die anderen Papiere findet man. Man findet hier päpstliche Breven, man findet hier päpstliche Enzykliken, man findet päpstliche Bullen. Die Kirche sagt es einem selbst. Man muss es nur nachsuchen. Ist ja nicht, dass sie das im Geheimen macht. Ganz im Gegenteil. Das ist nicht das Mysterium. Das Mysterium ist eine ganz andere Sache. Wo war ich jetzt stehen geblieben? Sie können sogar viele Ihrer rechtlichen Vereinbarungen und die Welt. Sie können sogar viele Ihrer rechtlichen Vereinbarungen auf der Webseite des Vatikans selbst einsehen. Sie ist ganz eindeutig und die Welt liebt sie und verneigt sich vor ihr und bewundert und verehrt sie, wie das Wort Gottes erklärt. Wie heißt es geschrieben in Offenbarung 13? Wer kann Krieg mit ihm machen, mit dem Tier? Ha? Die Antwort ist einfach. Das Wort Gottes hallt in der ganzen Welt wieder und schallt zurück. Der Ruf der Offenbarung, kommt heraus aus ihr, mein Volk, und sondert euch ab und seid nicht teilhaft ihrer Sünden. Offenbarung 18, Vers 4. Wenn es auch nur einen einzigen römischen Katholiken gibt, so wisst, dass es an euch ist, aus ihr herauszukommen und das Wort Gottes zu hören. Und sie ist bereits verdammt und ihre Vernichtung ist bereits auf den Seiten der Schrift beschrieben. Offenbarung 19, Verse 1 und 2. Und nach diesem hörte ich eine laute Stimme einer großen Volksmenge im Himmel, die sprach, Halleluja, das Heil und die Herrlichkeit und Ehre und Macht gehören dem Herrn, unserem Gott, denn wahrhaftig und gerecht sind seine Gerichte. Denn er hat die große Hure gerichtet, welche die Erde verderbte und mit ihrer Unzucht und hat das Blut seiner Knechte von ihrer Hand gefordert. Das Wort Gottes spricht bereits von ihrer Vernichtung. Es heißt, dass sie den Wein des Zorns von Gott trinken werde, der unvermischt in den Kelch ihres Zorns, seines Zorns gegossen wird. Das ist die deutliche Lehre. Das ist es, was Bibelgläubige von alters her erkannt haben. Von Dante über Savonarola bis hin zu allen Männern der Reformation und all den großen Männern der Geschichte. Von Spurgeon über Dr. Martin Lloyd-Jones bis hin zu John Bunyan. Alle Bibelgläubigen haben die Frau, die auf dem Tier reitet, immer erkannt und immer dargestellt.
Und wie könnten wir heute nicht wahre Gläubige warnen? Und wie könnten wir nicht bereit sein, uns auf den Tag des Gerichts vorzubereiten und als die wahre Braut Christi bereit zu sein, bekleidet mit reinen Gewändern, da wir unsere Gewänder im Blut des Lammes gewaschen haben und ihm allein vertrauen. Nun, wenn es hier nur einen gibt, der den Herrn, den allerheiligen Gott, nicht kennt, müssen wir wissen, dass es uns geboten ist, nicht auf irgendein religiöses System oder einer Kirche zu vertrauen, sondern auf eine Person. In den Worten von Jesus Christus ist dies das Werk Gottes, das sie an den Glauben, den er gesandt hat. Es ist Gottes Werk, es ist seine Gnade, es ist ein vollendetes Werk. Die Vollendung der 70. Jahrwoche, Daniel Kapitel 9, Verse 4 bis 27. Es ist vollbracht. Ein perfektes Leben, ein perfektes Opfer. Vertraut auf den Menschen Jesus Christus und wisst, dass das ewige Leben und die Freude unaussprechlich und voller Herrlichkeit ist und dass ihr standhaft bleiben möget, auch wenn Verfolgung kommt, sodass wir durch das Blut des Lammes alle Zeit Sieger sind und preisen ihn und dass wir bestehen und ihm Lehre, Ehre, Lob und Herrlichkeit geben können und dass wir die Fähigkeit haben werden, andere zu warnen. Um uns herum gibt es sehr viele aufrichtige und fromme Katholiken. Das ist der Punkt, den ich auch vorhin deutlich probiert habe zu machen. Es geht darum, ihnen die gute Nachricht zu überbringen, dass es eine Person, ein Menschen, Jesus Christus gibt. Es gibt einen Menschen, dem man vertrauen kann und einem Menschen, der treu ist. Verlasst die Frau, die in Scharlach und Purpur gekleidet ist. Verlasst das System und vertraut auf den Herrn. Und dann können wir ihn gemeinsam in demselben Herrn für immer preisen, wie wir es jeden Tag tun, wenn wir seinem Ehrenbild gleichgestaltet werden und dem einen Gott in Jesus Christus jetzt und in Ewigkeit Lob, Anbetung, Ruhm und Ehre geben. Lobet Gott. Amen. Und damit komme ich zum Ende dieser Lesung. Und ich habe genug gelesen und kommentiert und möchte gerne das Schlusswort an Bruder Gerold richten. Danke, Jörg. Also dieses Wort ist natürlich genau das, worum es letztendlich geht. Dieses ganze System nicht, also zu erkennen, darauf hinzuweisen, was es ist und eben darauf zu vertrauen, auf diese eine Kraft und sich nicht ablenken lassen mit vielerlei Dingen, die eben auch bloß eben, ja, dem Antichristen dienen. Und insofern ist es für mich auch ein wunderbares Schlussabsatz, der auch mir mehr oder weniger auch nochmal die Bestätigung gibt, dass das, was der Jörg tut, wie viele andere tun, was ich eben auch durch viel Glück eben auch bekommen habe, eben auch der richtige Weg ist. Ganz einfach, ne? Glaube und Gnade. Insofern würde ich sagen, ein wunderschönes Ende der Lesung. Und ja, ich wünsche euch einen schönen Abend und Maranatha. Der größte Trick, den der Teufel je gebracht hat, war, die Welt glauben zu lassen, es gäbe ihn gar nicht.